Hallo Freunde, hier ist wieder euer Negami, dieses Mal mit einem neuen Let's Play. Ich hoffe, der kriegt sich da gerade noch ein. Mit 4 FPS brauche ich nämlich nicht gerade viel anfangen. Denn, nun ja, eigentlich sind da nochmal mehr FPS. Ja, ihr seht also hier, das Legoland. Gratulation! Wir geben dir den Job als Nachwuchsparkdirektor. Komm morgen wieder, damit du das Legoland-Team kennenlernst. Alle mal her! Professor Voltius will im Hauptgebäude eine wichtige Erklärung abgeben. Hey, hey, JP, das betrifft auch dich! Hey, Rosi, du musst die Pizza wohl für später aufheben. Hey, Peter, gib doch die Hacke ab. Hallo, willkommen im Legoland. Kommt weiter, Professor Voltius hat eine neue Erfindung. Ich habe Sie hierher gebeten, um Ihnen meine neueste Erfindung vorzustellen. Meine Damen und Herren, meine Zeitmaschine. Die funktioniert eh nicht. Funktioniert nicht? So, so. Ich werde es beweisen. Zeitmaschine reparieren kann und diesen Duplikatorstrahl einsetze, können wir den Park in kurzer Zeit wieder in Ordnung bringen. Ich hoffe, dass all diese Probleme gelöst werden. Willkommen im Legoland. Ja, der erzählt gerade der Zeit. Ja, ich habe schon mal geguckt. Ach, komm mal auf. Ich habe schon mal angefangen, einfach als Test, um zu sehen, ob das überhaupt funktioniert. Und, ja, ich hab's richtig geschrieben. Das ist immer so im Dunkeln mit der Tastatur, auch wenn sie leuchtet. Ja. Start. Zeig mir, was du tun möchtest. Ja, das sind jetzt hier so Sachen wie. Was haben wir da eigentlich Spieler hier? Auswählen. Ja, hier haben wir eben die verschiedenen Sachen und die werden auch angesagt, lustigerweise. Ein Legoland-Spiel beginnen. Und damit fangen wir auch an. Klar, fängt es jetzt erstmal mit dem Lehrgang an, dem Tutorial, wie es jetzt in späteren Spielen heißt, und so weiter. Lektion 1, Attraktionen und Wege bauen. Spielen. Dann fangen wir doch mal damit an. Ich bin Tim. Ich bin hier der Betriebsleiter. Es tut mir leid, dass dein erster Tag nicht planmäßig verlaufen ist. Aber glaub mir, mit Professor Voltius und seinen verrückten Experimenten kann einem alles passieren. Ich habe gerade mit ihm gesprochen und er meint, dass wir die Zeitmaschine wieder hinkriegen. Aber es wird noch etwas Geduld und Geld kosten. Zeitreisen sind heutzutage nicht mehr so billig. Das Beste, was wir jetzt tun können, ist, dich auf den Wiederaufbau des Parks vorzubereiten. Aber keine Sorge, ich werde dich nach besten Kräften dabei unterstützen. Zu Anfang werde ich dir erklären, was du alles tun musst. Klick auf den blinkenden Pfeil, um die Seite umzublättern. Als nächstes schauen wir uns einmal das Legoland-Menü des Professors an und bauen unsere erste Attraktion. Oh, fast hätte ich es vergessen. Wir werden auch üben, wie man Wege baut. Eine Attraktion nützt ja nichts, wenn die Besucher nicht dorthin gehen können, oder? Wenn du meine Anweisungen befolgst, kann eigentlich gar nichts schiefgehen. Und wenn du einmal nicht weiter weißt, klick einfach auf den Notizblock neben mir, damit du es mit ein paar Tipps von mir nochmal versuchen kannst. Du kannst auch auf mein Bild klicken, damit ich die letzte Anweisung noch einmal wiederhole. Klick auf den Knopf mit dem Daumen, damit das Spiel beginnt. An die Arbeit! Zum Spiel. Ja. Möchtest du jetzt anfangen? Prima. Dann wollen wir mal was zum Bauen suchen. Klick auf den blinkenden Legoland-Knopf dann richtig. Neue Attraktionen kann man an ihrem goldenen Stern erkennen. Lies den Text über die Weltraumstation und klick dann auf ihr Bild im Legoland-Menü, damit du sie im Park bauen kannst. Bau die Weltraumstation. Oh. Auskunft.
Bau die Weltraumstation. Dann baue ich mal die Weltraumstation. Da sehen wir jetzt einen Eingang und einen Ausgang. Um das Ganze mal... Dann setzen wir es einfach mal hier hin. Prima. Du hast deine erste Attraktion gebaut. Hast du bemerkt, dass wir auch einen Weg von der Attraktion bis zum Parkeingang gebaut haben? Wenn du möchtest, kannst du Wege entfernen und selbst anlegen. Wenn du das Legoland-Menü nicht sehen möchtest, klick einfach noch einmal auf den Legoland-Knopf. Bevor wir das ausprobieren, solltest du erst einmal lernen, wie man den Park erkundet. Beweg den Mauszeiger an die Ränder des Bildschirms, damit du auch den Rest des Parks sehen kannst. Versuch jetzt, den Lego-Spielzeugladen zu finden. Den brauchst du für deine nächsten Aufgaben. Jetzt klick einfach auf den Knopf mit dem Daumen, damit wir uns wieder an die Arbeit machen können. Jetzt musst du einen Weg anlegen, damit die Besucher zum Laden... Du hast den Wegknopf gefunden. Verbinde den Laden mit dem Hauptweg. So, dafür müssen wir erstmal den Laden finden. Da können wir auf die Karte gehen. Und hier sehen wir wohl das andere Gebäude. Dann gehen wir da gerade mal hin. Und das scheint der Laden zu sein. Und deswegen... Auch ein Stück Weg. Das kannst du, wenn du bauen wir da einen Weg. Nicht mehr brauchst, kannst du sie entfernen. Klick auf den blinkenden Knopf mit dem Radier. Du hast den blinkenden Radierknopf gefunden. Jetzt entferne den Lego-Spielzeugladen. Ach. Lego, gut gemacht. Du hast alle Aufgaben der ersten Spielstufe erledigt. Aus dir wird noch einmal ein großartiger Parkentwickler, da bin ich sicher. Jedes Mal, wenn du alles getan hast, was in einer Spielstufe gefordert wurde, siehst du ein Bild von mir, wie ich durch eine Tür gehe. Klick einfach darauf, wenn du die Spielstufe beenden möchtest. Aber denk dran, du kannst so lange spielen, wie du willst. Lass es uns jetzt versuchen. Klick auf den Daumen. Beende die Spielstufe. Sehr schön. Also, wir kriegen hier... Oh. Weltraumstation. Ach, die haben ja ihren eigenen Weg drumherum. Da war ja was. Ach, ja, der eigene Weg drumherum. Das hatte ich beinahe vergessen. Gut, da wir ja jetzt nichts anderes machen können, außer den Spielzeugladen zu haben und die Weltraumstation. Und jetzt wollte ich gerade nochmal gucken. Lautstärke, Musik. Musiklautstärke. Lautstärke, Sprache. Lautstärke, Soundeffekte. Machen wir das mal so ungefähr. Spiel beenden. Nein. Ein gespeichertes Spiel. Da, zurück zum Spiel. Beende die Glückwunsch. Du hast die erste Lektion geschafft. Es sieht aus, als ob du jetzt weißt, wie man neue Attraktionen baut. Und denk dran, die Attraktionen müssen immer durch Wege mit dem Eingang verbunden sein. Klick auf den Knopf mit dem Daumen und wähle die nächste Stufe aus. Geld und wie man pflanzt. Weiter. Ja, das werden wir doch wohl mal machen. Als nächstes werden wir herausfinden, wie die Gärtner arbeiten. Du brauchst ein paar Gärtner, die sich im Park um die Pflanzen kümmern. Mit Blumen und Hecken sieht der Park hübsch aus und das macht die Besucher fröhlich. Diesen Trick solltest du dir merken. Du kannst alle Parkhelfer hochheben. Klick einfach darauf und klick an einer anderen Stelle des Parks wieder, um sie dort abzusetzen. Das ist auch nötig, denn Peter nimmt es mit den Hecken ein bisschen zu genau. Klick auf den Knopf mit dem Daumen, um die Seite umzublättern. Warte, auf den Knopf mit dem Daumen. Das wäre der Zum hier. Zum Spiel. Aber ich glaube, ich brauche den hier. Wir werden hier. Uns auch mit Geld beschäftigen. Wie man dazu kommt und wie es für Attraktionen und Pflanzen ausgegeben wird. Schließlich werde ich dir noch zeigen, wie man Geld zurückbekommt, wenn man Attraktionen entfernt, die im Park nicht mehr benötigt werden. Denk dran, wenn du Hilfe brauchst, klick einfach auf den Notizblock neben mir, damit wir alles nochmal durchgehen und ich dir ein paar Tipps geben kann. Klick auf den Knopf mit dem Daumen, damit wir spielen können. Ja, das machen wir auch. Die Gärtner können nicht aus diesen Hecken raus. Heb sie hoch und setz sie außerhalb der Hecken wieder ab. Dann klickst du auf den blinkenden Legoland-Knopf und schaust nach, ob es für sie etwas zu pflanzen gibt. Ja, erstmal, du hast zwei neue Gegenstände erhalten. Einmal den Lego-Media-Laden. Deine Besucher können in diesem Lego-Media-Laden die tolle Lego-Software kaufen. Okay. Nächste Seite. Hecke. Mit Hecken könnten verschiedene Bereiche des Parks voneinander abgegrenzt werden. Informationsfenster schließen. Gut, dann klicken wir auf einen Gärtner und schicken ihn da raus. Oder machen das besser gesagt mit allen. Und dann
klicken auf den Legoland-Knopf. Dein Tag braucht Blumen. Pflanz 5 davon. Ja, du hast einen neuen Gegenstand erhalten. Blumen machen den Park noch schöner. Du kannst sie einfügen, wo du willst, und Peter wird sie pflanzen. Gut, dann sage ich doch mal, nehmen wir ein paar Blumen. Kann man eigentlich das Ganze hier drehen? Da war irgendwie... Bau einen Lego-Spielzeugladen. Da kann ich hier... Eine Blume ist eingepflanzt. Sieht das nicht hübsch? Jetzt sind schon zwei gepflanzt. Du machst drei Blumen stehen. Das war nur mal alles, was du baust oder pflanzt, kostet dich Geld. Pflanz jetzt ein paar Kiefern aus dem Lego-Land-Menü und achte darauf, wie jedes Mal das Geld weniger wird, wenn du eine pflanzt. Pflanz eine Kiefer. Ja, das werde ich doch mal tun. Dann baue ich hier, bastel ich hier eine hin und da eine hin. Und ja, eine Kiefer kostet mich vier. Zwei Bäume sind gepflanzt. Dollar. Baue ich da noch einen hin? Und sagen wir hier noch einen hin. Dann sollte das doch hinhauen. Jetzt müssen natürlich erstmal die Gärtner dahin rennen. Sieht man gar nicht auf der Karte, aber okay. Ja, da ist ein Baum. Der rennt jetzt zu dem Baum. Und Thema Legoland. Lego spielt zu. Das waren jetzt vier Bäume. Ich brauche noch einen, oder? Pflanz eine Kiefer. Dann baue ich hier noch eine hin und dann ist gut. Plopp. Ja, das waren jetzt vier Bäume. Das ist die Nummer 5. Hallo? Bildschirm mit Auftragzeit. Jetzt sind 6 Bäume gepflanzt. Du hast es fast geschafft. Noch mehr. Oh. Dann lag ich ja beinahe falsch mit der Anzahl hier. Naja, was soll's. Dann ploppt da eben noch ein Baum auf und dann können wir weitermachen. 8 Bäume stehen bereits. Es fehlen noch 2. Och. Da können wir ja einen ganzen Weg machen. Einen Wald. Sorry. Weg. Pflanz eine Kiefer. Na, mach ich das eben so. Da blinkt irgendwas. Hast du gesehen, dass jedes Mal etwas von deinem Geld verbraucht wurde, wenn du einen Baum gepflanzt hast? Du kannst sehen, wie viel Geld du noch hast, wenn du auf die Anzeige oben auf dem Bildschirm schaust. Wie viel eine Pflanze oder eine Attraktion kostet, zeigt dir die Zahl neben dem jeweiligen Bild im Legoland-Menü an. Wenn du nicht mehr viel Geld übrig hast, kannst du einige Attraktionen vielleicht gar nicht bauen. Klick auf den blinkenden Pfeil, um die Seite umzublättern. Jedes Mal, wenn ein Besucher in deinen Park kommt, nimmst du Geld ein, das du dann wieder für Attraktionen und Pflanzen ausgeben kannst. Wenn du schnell mehr Geld brauchst, kannst du eine Attraktion oder ein paar Pflanzen entfernen. Das wollen wir jetzt einmal versuchen. Klick auf den Daumen. Jetzt klick einmal auf den blinkenden Radierknopf und entferne den Lego-Spielzeugladen und den Lego-Media-Laden. Pass auf, wie dein Geld sich vermehrt, wenn die beiden verschwinden. Entfernen. Ja. Lego-Spielzeugladen. Und das Geld hat sich vermehrt. Du hast einen neuen Gegenstand erhalten. Ein kleiner Springbrunnen. Springbrunnen machen den Park noch reizvoller. Die Besucher haben Wasser, besonders gerne, wenn es heiß und sonnig ist. Sehr schön. Bau dann einen kleinen Springbrunnen. Pflanz eine Kiefer. Als nächstes werden wir herausfinden, wie die Gärtner arbeiten. Du brauchst hier werden uns auch mit Geld beschäftigen. Wie man das... Okay. Bildschirm. Nächstes werden wir herausfinden, wie die Gärtner... Letzte Anweisung wiederholen. Letzte Anweisung wiederholen. Okay, da gibt's wohl nichts. Anscheinend soll ich jetzt... Bau einen kleinen Springbrunnen. Ich baue jetzt einfach mal einen kleinen Springbrunnen. Immerhin habe ich den neu bekommen. Nach unten. Frage ist jetzt... Bau den Lego Media Laden. Hecke. Nach oben. Ich weiß gerade nicht. Irgendwie komme ich nicht weiter. Auskunft. Wegstation brauche ich nicht. Außerhalb deines Parks. Ja, da kann man nochmal die Emotionen von den Leuten sehen. Parkeingang. Lego Media Laden. Hecke. Puh, was war meine... Letzte Anweisung wiederholen. Hm.
Ich weiß nicht, was ich gerade machen soll. Entfernen. Auf